wondering why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Ja, meine Freunde, ich bin wieder mal unterwegs und zwar wieder mal mit dem Zug, mit der Bahn Richtung Wien, aber diesmal ein bisschen weiter. Richtung Bratislava, noch kurz vor der Grenze in Österreich, und zwar in Lassee, Schönfeld-Lassee. Ja, das ist wie gesagt kurz vor der slowakischen Grenze. Und da treffen wir jetzt mit dem Reinhard Masiewska, der hier ein Projekt, also ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Arbeits-Wiedereingliederungsprojekt ist, so in Richtung für Menschen, die hier mit Tieren arbeiten, vor allem mit Schafen. Und da habe ich zum Reinhard gesagt, ich würde einfach mal gern vorbeischauen, weil wir auf Facebook schon lange jetzt befreundet sind und auch schon mal telefoniert haben miteinander. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, hierher zu kommen für mich, sich zu treffen und sich das anzuschauen. Und das mache ich. Ich werde dann eine kleine Doku einfach hier drehen und mal schauen, was hier so läuft. Und jetzt holt er mich dann hoffentlich gleich, weil wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so wirklich da befangen hier in dieser Gegend. Also ich mag das, das hat was Outlaw-mäßiges, ein bisschen schon Australien, Outback eher. Hier vorne ist der Bahnhof und da vorne ist schon Lassee Ende. Ja, wie gesagt, da hinten war der Bahnhof, da ist ein riesengroßer Platz. Und da habe ich vorher schon ein Schild gesehen mit Lassee Ende. Also irgendwo wird es ja wohl auch einen Ort geben. Nehme ich an. Und ich glaube, der Schafmann ist schon da. Genau, da ist er schon, der Reinhard. Und sein soziales Landwirtschafts-Schafe-Projekt, die scharfen Schafe. Ah, das sind die Lamas. Okay, sehr cool. Oh, ein neuer Hund. Nein, ich bin momentan halt ziemlich ausgelaufen. Also, weil ich keine Entscheidung gekriegt habe. Also, ich krieg von Wien nichts. Also, was er hat, den sage ich nicht. Ja. Also, sagen wir, müssen finanziell anders werden. Aber das sind die Lamas, mit denen du Lama-Tracking machst. Machst du das privat oder ist, ja, lauf, mach ich privat. Das machst das du für dich selber? Über die Firma praktisch. Also, okay. Weil wir halt okay, das ist dein Steckenpferd, oder? Das mache ich schon seit 15 Jahren. Okay, sehr cool. Der Thomas aber halt schon, ja, auch wieder so zwischen. Ja, da sind wir jetzt quasi am Hof vom WUK Bioschafen und der Reini ist da quasi einer der Bosse oder der Boss, ich weiß es jetzt nicht genau, aber zumindest derjenige, der sich da am besten auskennt. Ja, und dann schauen wir mal einfach mal da rein zu den Schafen, die nicht auf der Weide sind. Wäre es natürlich auch interessant, warum ist das so, warum müssen die da bleiben? Aber Reinhard, was mich jetzt einfach einmal interessiert, servus. Hallo, grüß euch. Es hat ja einen gewissen Grund, ja, was da geht. Also ich bin ja deswegen da, nicht nur um die schöne Gegend mir da anzuschauen und deine Schaferl, sondern es geht ja um das Projekt. Magst du uns einfach mal kurz ein bisschen beschreiben, was ist gerade so das Thema, um was geht es, was macht ihr eigentlich da genau und warum hängt das Ganze gerade so ziemlich in der Luft? Um was geht es da eigentlich? Warum ist das Projekt da entstanden? In erster Linie geht es um Beweidungen für die Umweltschutzabteilung Land Niederösterreich. Ja. Da geht es um Biodiversitätsflächen, um Versandungen, Trockenrasen hauptsächlich, ja, und um Pflanzenerhaltung, also Pflanzen, Tiere, Vögel, Bienen und so, also wirklich sehr umfangreich. Am Anfang haben wir auch gedacht, das ist Beweidungsgeschichte, da stützt die Schafe her und so. Und bin halt ein bisschen reingewachsen, also ein bisschen das Wissenschaftliche und
mitgetragen worden von unseren Betreuern da. Ja, und so. Also, das war schon für mich auch spannend und ist auch nach wie vor spannend. Wie gesagt, das ist, ja, und jetzt stockt halt das Ganze ein bisschen. Mach mich selber persönlich unrund einfach. Ja. Weil ich denke, es könnte gehen, wenn ein bisschen, ein bisschen der Schwung da ist. Wie viele Schafe habt ihr da? Wir haben gesamt 250 Schafe und da stehen ca. 50 neue Rennen, die warten auf einen Job noch. Also das geht, ein Teil kann man am Dienstag, kommt am Dienstag weg. Es werden nicht viel überbleiben, wahrscheinlich bleiben 5 bis 10 Schafe auf der Station da. Der Rest, was ja natürlich eh gut ist für uns finanziell auch, ist natürlich beschäftigt draußen. Und okay, also du hast gesagt, diese Schafe warten quasi auf ihren Einsatz, aber es gibt welche, die sind schon im Einsatz, die arbeiten schon. Wollen wir da einfach mal hinschauen? Nee, wir haben jetzt besucht. Aber wir schauen ja vorher uns noch den Rest dieses sehr interessanten Hofes mitten im Ort an. Naja, Reinhard, gibt es noch was, was wir auf deinem Hof berunden könnten? Ja, Attraktionen, wir können aussehen, da haben wir so Attraktionen. Ja, aber wenig dort sein. Da gibt es so eine essbare Landschaft. Ja. Okay. Vielleicht muss man dazu sagen, das ist entstanden, weil der ehemalige Bürgermeister wollte dann Generationen-Campus machen, mit Tieren, mit Pflanzen, Kindergarten, Seniorenlagerstätte. Habe ich total klasse Idee gefunden. Ich weiß nicht, inwieweit das noch weiterverfolgt wird. Aber das finde ich jetzt eine schöne Sache. Okay, und da schauen wir jetzt einfach rein. Wir schauen jetzt die Runde, wir schauen uns den Kindergarten an, die essbare Landschaft. Generationencampus. Ja, das habe ich spannend gefunden, weil Mensch, Tier, Essen, Natur, also das ist schon ganz wichtig, glaube ich, in Zukunft. Ja? Ja, ganz wichtig. Und so lernen sie halt auch von Generation zu Generation. Nicht? Wenn ältere Leute sind, die können was zeigen. Nicht? Und die Jungen lernen das. Ich hoffe, das Projekt machen sie weiter. Nicht? Das war schon sehr nett. Ja. So, dann sind wir da jetzt bei der essbaren Landschaft. Also da muss man zuerst lesen, glaube ich, oder? Da braucht man halt ziemlich lang, bis man durch ist. Nicht? Bis man gelesen hat und dann essen kann. Nein, es ist auch, die Bäume gibt es jetzt 3 Jahre. Also man sieht teilweise schon Früchte, was kommen, aber es ist natürlich alles im Entstehen. Also es ist wirklich sehr jungfräulich, sage ich auch. Das habt ihr anpflanzt, Reinhard? Ja, wir haben mitgeholfen bei der Anpflanzung, das ist geplant worden von einem Landschaftsplaner. Und Ist das jetzt was, was ihr mitbetreut, oder? Das betreuen wir mit, ist das, so arbeiten wir unsere Miete ab. Ja. Über solche Arbeiten, über Erhaltung von Gebäuden und dann das betreuen wir mit. Okay. Momentan ist eh nicht viel, also zum Rosenmähen, aber sonst das sind wir für das. Okay, Mal. Also da kann man die Schafe jetzt nicht laufen lassen? Nein, das habe ich schon mal laufen gehabt, aber die sind selber gelaufen draus. Ja. Also das wollte ich gar nicht. Ich glaube, mittlerweile könnte man es fast rauslassen. Okay. Ich schätze, so in ein, zwei Jahren kann es rauslassen, da richten sie keinen Schaden mehr. Jetzt fressen sie natürlich die Jungpflanzen. Ach so, ist auch klar, ja. Ja. Vernichten natürlich alles, gell. Und die Enten. Okay, und was gibt's da alles so? Obst, Äpfel? Naja, bis man da was essen kann, das dauert sicher noch ein bisschen, ne? Schaut aus wie irgendeine unglaublich seltene Apfelsorte. Nashi, ich glaube, das sind so chinesische, kann das sein? Ja, Korea. Okay, aber sowas. China schon. Ah, sechs? Korea, Japan. Bin ich gar nicht so daneben gewesen, ich habe mir gedacht, irgendwie kenne ich das.
Ja, spannend. Liebe Leute, wir sehen hier überall Alternativen und Gegenkonzepte zur augenblicklichen globalen Entwicklung. Wie der Reinhard das vorher schon so schön gesagt hat, weiß nicht mehr, ob man es verstanden hat. Ja, wir müssen alle selber was tun. Solche Konzepte entwickeln, generationenübergreifend, Mensch, Tier, Natur, ja, wieder viel mehr mit der Natur, von der Natur, für die Natur. Ja, aber wir müssen es selber tun, weil die Globalisten, die wollen das nicht. Die haben sicher andere Vorstellungen. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Konzepte, die da Reinhard so beim Gespräch einfach auch angesprochen hat. Diese Generationenangelegenheit, dann essbare Landschaft, also das sind alles Dinge, wie er eben auch sagt, die müssen von den Menschen her kommen. Offensichtlich wird das von den Globalisten eher nicht gewünscht. Das kann man sich vorstellen, aber es ist eben auch unsere Chance, genau diese Gegenkonzepte zu entwickeln. Und gerade auch dieser Container, dieser Wohncontainer oder was auch immer das jetzt ursprünglich war, Baucontainer, ist gerade auch wieder so ein Ding, das mich persönlich wieder sehr, sehr anspricht. Ich träume immer schon seit Jahren von minimalistischen Wohnen, wo ich mir vorstellen kann, die Größe eines solchen Baucontainers mit so einer wunderbaren, so einem wunderbaren Vorbau, das wäre schon wieder was für mich und hat mich natürlich auch großartig interessiert. Ja, es ist wirklich ein wunderbarer Streifzug und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier den Reinhard besucht habe, sehr, sehr spontan an und für sich. Wir haben uns vorher schon mal was ausgemacht und ich habe ihn dann einen Tag vorher angerufen, ob er denn am Freitag Zeit hätte. Und es hat ihm auch genau gepasst. Und ich war relativ lange dann noch da. Wir haben einige Stunden miteinander einfach gesprochen über dieses und jenes und vor allem auch über die Zeit, über den Zeitgeist und was, in welche Richtungen es geht. Da steht so ein Bauwagen, der würde mich natürlich auch gleich wieder interessieren. Und da, was habt ihr, die Wolle? Die Wolle vom Heiligen Jahr. Entwickeln. Naja, das heißt ja, ihr habt ja natürlich eine Selbsterwirtschaftung auch, oder? Für das ganze Projekt. Naja, natürlich, aber hauptsächlich über die Bewährung eigentlich. Die Wolle ist in Österreich leider nichts wert. Okay. Ich habe jetzt eine Anfrage aus Salzburg, witzigerweise, fast aus meinem Heimatdorf, aus St. Koloman. Ja. Eine Deutsche, die eine Modelinie wieder ins Leben rufen wird mit heimischer Wolle. Ja, also das ist sehr interessant. Okay. Also, das ist auch sehr dahinter, kommt aus einer ganz anderen Ecke, kommt aus dem Bankwesen, war bei der UNO beschäftigt und so. Also, das, wenn das was würde, das würde mir Spaß machen. Das war für mich ganz was Neues. Und die hat einmal eine Produktion gemacht mit Schafen, ja, weil sie Filmemacherin ist auch. Ja. Und kennt sich sehr gut aus damit und weiß auch, dass die Wolle nichts wert ist bei uns. Ja. Das ist alles aus Neuseeland, China, was weiß ich, woher kommt. Und will das halt auch abwenden und möchte so ein Label machen, wo man nicht zuerst produziert und dann verkauft, sondern nach Bestellung verkauft. Also das finde ich total spannend eigentlich. Also das war so mein Weg eigentlich auch, wo ich sage, das macht Sinn, das macht einfach, und das wird was gemacht aus. Ich sag, wir haben dann am August haben wir ein Office da, da wird also eine Wollstraße aufgebaut, von der Schafwolle bis zum Spinnen, bis zum, ja, alles was Produkte und so, was es gibt. Das ist ja sehr spannend. Ja. Also, es ging schon mehr, sage ich mal, es muss halt wieder ins Leben gerufen werden. Das hat man vergessen, weil früher haben wir auch was Wolle gearbeitet bei uns. Jetzt bin ich natürlich wieder unglaublich kindisch. Aber es steckt ja kein Schlüssel auf. Dass ich starte. Ich bin das letzte Mal wie ein kleines Kind war. Aber da wird es heiß sein. Oh, das ist heiß, ja. Ja. Der ist ja noch gut benannt. Ja, der ist erst 2 Jahre alt.
Ja, und anschließend haben wir dann schon, wie vorangekündigt, quasi auf einer Heide oder da, wo eben die Schafe auch im Einsatz sind, da sind wir noch hingefahren und haben uns, oder ich habe mir das vor Ort einfach nochmal angeschaut. Also manchmal komme ich mir dann schon so vor wie der kleine Junge, der so aus der Stadt kommt und dann das erste Mal am Land ist. Ich meine, so ist es an und für sich nicht, aber da merke ich dann schon, dass so wieder die Beziehung bzw. das, was da so passiert, auch an praktischen Dingen, ja, dass da oft sehr wenig Ahnung einfach auch da ist. Also die schwarzen und die weißen Schafe sind unter sich. Da auf der Fläche, das sind zwei besondere Nektenarten. Das ist in Österreich nur 3-4 Meter. Was sind da? Nektenarten. Okay. Was hat das Schaf da hinten? Das hat nur einen Kopf jetzt zufällig unten drunter gehabt. Das ist ja Beschattungsritual. Wenn Schafe auf der freien Fläche stehen, das kannst du nicht zuschauen. Okay. Die beschatten sich gegenseitig, was das so weit geht nicht. Okay. Also den Kopf, der geht unten rein. Und wechseln dann. Das ist wie so eine Runde, das wechselt dann. So, wir haben jetzt einmal einen Ausflug gemacht auf eine Weide. Habt ihr vorher gerade gesehen, ganz interessant. Und sind jetzt wieder zurück da im Innenhof. Ich kann es sogar riechen, die Schafe und die Lamas riecht man. Genau, und jetzt genehmigen wir uns einfach wieder gemütlich einen Kaffee. Jo, und das wäre dann einmal grundsätzlich das Gröbere gewesen über diesen Hof da in Lassee zur Grenze Slowakei. Bratislava, glaube ich, ist nur ein paar Kilometer von da entfernt. Sicher auch mal eine Reise wert. Keine Frage. Away.